Das Wertvollste sind Referenzerfahrungen. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, es gibt ein Selbstbewusstsein und ein Selbstvertrauen. Selbstbewusstsein bedeutet, du bist dir dessen selbstbewusst, was du kannst, was geht, was nicht geht. Selbstvertrauen bedeutet, dass du dir selbst häufig genug bewiesen hast, dass das, was du schon wusstest, die Dinge, denen du dir schon bewusst warst, so sind. Dadurch vertraust du dir selbst bzw. vertraust darauf. Bedeutet konkret, wenn du in deinem Leben schon häufiger abgelehnt wurdest und jeder von uns wurde schon abgelehnt, vom kleinsten Alter auf an wurden wir abgelehnt, ob es im Kindergarten war, ob es in der Schule war, ob es nachher im Studium war, im Arbeitsalltag, draußen, wenn wir mit Freunden, Bekannten oder auch wem immer unterwegs waren. Wir haben Ablehnung erlebt. Das heißt, du bist dir dessen selbst bewusst, dass es Menschen gibt, die dich ablehnen werden. Ja, und die nicht mit dir einer Meinung sind. Und du darfst dir ja selbst vertrauen, dass du immer noch gut genug bist. Dass du immer noch stark bist, dass alles gut ist, dass alles super ist und top funktioniert, weil du lebst immer noch und du gehst deinen Weg weiter. Dir ist nichts Böses oder nichts Schlimmes passiert. Auch wenn du Ablehnung gekriegt hast, alles ist gut. Das heißt, wir sind uns dessen selbst bewusst, dass es uns schon passiert ist und wir vertrauen uns dahingehend, dass wir damit umgehen können, weil wir auch in der Vergangenheit damit schon umgehen konnten. Das bedeutet, du darfst höher pokern, du darfst mehr zocken in Verkaufsgesprächen, in Verhandlungsgesprächen. Du darfst, ich sag mal so, mehr Mut mitbringen, weil was soll schon passieren? Ein Nein hast du schon. Fertig. Also trau dich doch mal was, weil du weißt schon, wie sich Ablehnung anfühlt. Du weißt, dass es das Leben danach weitergeht. Du weißt, dass danach alles gut ist. Dieses Gespräch, was du führst, hat nicht existiert, bevor du dieses Gespräch ausgemacht hast. Also ist es auch nicht relevant für dich und dein weiteres Leben, was daraus wird oder nicht wird. Du kannst nur gewinnen. Also trau dich und sei mutig. Und das ist die Art und Weise, wie ich sagen würde, komm mal mit, würde ich mir eine Rhinoceros-Haut, eine dicke Haut so aufbauen, über das Wissen, was ich gerade mit dir geteilt habe, dass alles gut ist, dass alles cool ist, dass dir eh nichts passieren kann, dass das Leben nachher weitergeht, dass das, was vor dir ist, vorher nicht existiert hat und dein Leben auch geil war und gut funktioniert hat. So, wir haben jetzt hier einmal den lieben Florian Kempkes zu meiner Rechten und zu meiner Linken den lieben Marvin Stauffenberg. Und die Frage, Männer, die gerade gestellt wurde, ist, wie baue ich mir eine dicke Haut auf? Wie baue ich eine dicke Haut auf, vor allem für Verkaufs- bzw. Verhandlungsgespräche? Wie habe ich mehr Mut? Wie traue ich mich ein bisschen mehr, dort reinzugehen mit richtig Energie? Was sagst du dazu, Flo? Puh, musste ich nie machen, weil es mir schon immer ziemlich scheißegal war, was andere gedacht haben. Ich glaube, die wichtige Frage für mich ist, was ist das, was ich für richtig halte? Und wenn ich dem nachkomme, dann reicht es für mich schon und das, vielleicht ist das schon die dicke Haut. Schwierig ist es, wenn mir wichtig ist, was andere denken. Dann glaube ich, darf ich erstmal mir selbst klar werden und schauen, was ist das, habe ich es denn richtig gemacht? In meinen Augen, aus meiner ganz subjektiven Sicht. Und wenn ja, ist doch gut. Und wenn nein, und ganz oft ist es so, dass, also wenn ich da jetzt auch mit Kunden drüber rede, dass die sagen, Und da reingehe so, naja, okay, eigentlich habe ich es verkackt, weil ich habe das und das falsch gemacht. Okay, dann ist es aber auch gut, dass es mich trifft, weil dann ist es die Chance, was zu lernen. Und wenn ich das klar habe, dann passt doch. Danke, Flo. Dann wechseln wir einmal rüber. Staufi, was sagst du dazu? Du darfst einmal nehmen. Also mir hilft das, vor jedem Call nochmal sich zu fokussieren und zu schauen, okay, ich habe ja was zu bieten, dem Kunden entweder ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung. Und ich habe ja was anzubieten. Also ich will ja nichts Schlechtes. Ich gehe dem ja nicht auf die Nerven. Ich möchte ihm ja, seine Situation sollte ich ja verbessern. Und wenn er nicht bei mir kauft oder mir nicht zuhört, dann ist es ja seine eigene Schuld oder Dummheit, dass er das vielleicht nicht sehen möchte. Aber es liegt nicht an mir. Ich darf das nicht irgendwie negativ auf mich beziehen, wenn jemand mich ablehnt oder sowas. Und ich habe eine coole Leistung. Ich möchte dem helfen. Und wenn er das nicht sieht, okay, ist das so, aber dann muss man einfach weitermachen, den Nächsten anrufen und dann geht's einfach weiter im Leben. Jetzt gibt's viel mehr Ideen. Ja? Das war knapp. Ja, voll gut. Flo hat noch was zu ergänzen. Ich finde, da ist eine falsche Verknüpfung drin. Mich ablehnen, hast du gerade gesagt, Marvin. Mich ablehnen. Also ich will jemand was verkaufen und der sagt nein und dann bin ich persönlich abgelehnt.
Das Erste, was so Unternehmercoaches sagen, ist, du bist nicht dein Unternehmen. Wenn dein Unternehmen pleite geht, bist du deswegen, also du bist immer noch da. Vielleicht im Knast, wenn du es ein bisschen richtig falsch gemacht hast. Aber niemand lehnt mich ab. Sondern nur meine Leistung, das, was ich vielleicht gesagt habe. Ich finde, das ist eine Verknüpfung, die man als Erstes mal ganz schnell auflösen sollte. Weil da kann man nur im Stress sein. Also, nee, hätte ich keinen Bock drauf. Das fiel mir gerade noch ein. Es hat Flo gerade sehr gut gesagt, weil ich ja genauso auch mein Video gestartet habe, in dem ich gesagt habe, dass man selbst abgelehnt wird, weil faktisch gesehen, ne, du sagst es auch richtig, aber faktisch gesehen, egal mit wem du redest, vor allem mit allen Anfängern da draußen, es kriegt ja keiner hin, sich davon zu trennen, von seinem Produkt, von seiner Dienstleistung, seine Emotionen davon zu trennen, weil es ja das eigene ist, ne? Das ist ja nicht so, dass ich jetzt hier mit dem schönen Perlenbacher rumlaufe und sage, willst du oder nicht, und du sagst nein, weil es halt Perlenbacher ist. Also es ist halt nicht mein Bier, weißt du? Ja. Nicht mein Bier, also in dem Sinne. So, wenn du jetzt sagst, ja, ich würde dich gern coachen, ich glaube, ich kann dir helfen, und du so, nö, ich glaube nicht. Böse Ding, so, wehgetan. Sehr gut. In diesem Sinne beenden wir das Video auch. Klick mal unten auf Abonnieren, falls du keine Videos mehr verpassen möchtest. Und ich glaube, willst du nicht, wenn du das bis zu Ende geschaut hast. Es kommen noch nämlich richtig viele coole andere dazu. Und in diesem Sinne, wir sehen uns. Bis bald. Ciao.